Cheers! Mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zu DayZ. Heute treffen wir einen Ritter in weißer Rüstung. Wir testen die Robustheit von Ritterhelmen und wir nehmen an einem Blutritual teil. Draußen liegen auch noch ganz viele Waffen, ne? 556 Karabiner. War komplett im Ass. Ja, genau. Deswegen die da liegen lassen. French Gun. LOL. Wie hab ich das denn übersehen? M4CQR-Stock. Ich will irgendwo was rennen. Hörst was rennen? Was meine Steps, oder? Hier ist noch eine Baracke bei mir, in die wir, glaube ich, rein können. Bei mir ist einer. Hier in der Baracke ist jemand. Hat sich gerade gedreht. Ja, ja, da ist safe einer drin, der hat sich gedreht. Als ich stillstand. Oh, ziemlich sicher. Ja, da in der Ecke ist einer bei mir. An welcher Ecke? Genau bei mir gerade. Okay, ich bin tot. Ich weiß bloß nicht, ich glaube, er ist auch und zumindest ist ohnmächtig. Alter, hat der geleckt, ey. Ja, irgendwie stand er bei mir auf einmal nur noch in der Luft. Und ich bin einfach umgekippt. Er ist tot. Wo waren wir denn jetzt? Muss man taktisch Käse liegen lassen. Ich bin mir allerdings gerade nicht so sicher, wo ich jetzt hin soll. Ah, kein Wunder, dass er mich nicht getroffen hat. Der hat halt in seiner Waffe keine Batterie, deswegen hat er kein Nahkampfvisier gehabt. Nahkampf kann er einfach Third Person schießen, aber dann auf die 20-30 Meter, auf die er mich geschossen hat, war halt Shit. Hier, dann müssen wir, wenn wir mal irgendwann eine Base bauen, so ein kleines Hütchen nehmen. Hier ist eine Cargo-Hose. Aha. Auch ein Oberteil. Und eine Water-Flasche. Hier so eine Trainingsjacke. Bestimmt schon besser aus. Und das dahin, das dahin, das dahin. Da. Da. Das da, die aus, die an. Russische Spec Ops. Bläh. Raspi. Also, ich weiß nicht, ob das Wölfe sind. Das hört sich ganz merkwürdig an. Hörst du das nicht? Jetzt habe ich's gehört. Das sind Wölfe, ja. Könnten auch sehr unzufriedene alte Männer sein. Digga, hab ich mich erschrocken, ey. Leck mich am Arsch. Ich glaub, hinter mir sind da kommen sie. Ja, da kommen sie. Machen wir. Wieder schroten. Sind 1, 2, 3. Da sind noch Schüsse drin, oder nicht? Wo seid ihr denn ungefähr gerade?
Old Town. Old Town. Wo ist denn jetzt der letzte Wolf? Da hinten weggerannt auf da, so in die Richtung. Wollen wir die frisch machen, die Wölfe? Hast du ein Messer? Ich hätte ein Messer, ja. Weiß nicht, wollen wir die frisch machen? Für was zu essen? Also viel Essen habe ich auch nicht. Ja, guck mal nur hier immer so in die Ecke. Nicht so erschrocken, ey. Nice. Ja. Sag mal, ich höre doch noch hier den Wolf irgendwo. Ja, der war jetzt irgendwo. Da, an der Seite vom Pier. Schön mit der Diegel weggeballert. Guck dir Marcel Zellmann, einfach perfekt. Digga. Deus Vult. Jetzt fehlt auch das Breitschwert, ne, das große. Ja. Aber jetzt den Wolfschwert benutzt, hört man das doch auch nur so ganz komisch, oder? Probier mal. Hallo? Meinst du, der Helm hält einen Schuss von der Diegel aus? Probier mal. Nein. Och, Mano. Okay. Soll ich? Tu es. Und? Scheint nicht. Ich glaub nicht. Cool. Gut. Aber der Topfhelm ist noch makellos, als ob ich ihm genau in den Augenschlitz geschossen habe. So warteten wir die ganze Nacht. Wir wussten nur, dass wir an dieser Ruine ein Blutopfer bringen mussten, um die Schätze des Tempels erkunden zu dürfen. Aber wir wussten nur noch nicht genau wie. Aber auf einmal gingen die Lichter an den Statuen an. Ganz kurz, was ist jetzt passiert? Warum ist jetzt da Licht an? Ja, es muss zwischen 0 und 6 Uhr morgens sein, also Ingame-Zeit. Jetzt ist Feuer an. Siehst du da die. Jetzt geht das. Schnell die Füße cutten. Sollen wir das über die. Also machen wir das über die Füße, ja? Ja, oder will mit dem Messer eben alle gegenseitig. Das geht, glaube ich, einfacher, oder? Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Keine Ahnung. Einer muss ja dann alleine rein noch irgendwie. Versuch du einfach mal drauf zu gehen. Du blutest ja schon. Oh ja, true. Ah. Ist weg. Whee! Ja. Okay. Moin! Somit opferten wir unsere Seele und erschienen an einem ganz anderen Ort. Aber was hier auf uns warten wird, ist eine andere Geschichte.